Hallo liebe Freunde, in diesem Video wird beschrieben, wie Sie gelöschte Fotos oder Videos von Ihrem Android-Gerät wiederherstellen können. Heutzutage sind die meisten Android-Geräte bereits mit Kameras ausgestattet, die in der Lage sind, qualitative, hochwertige Fotos und Videos aufzunehmen. Die Speicherkapazität des eingebauten Speichers oder der eingesteckten Speicherkarte in einem Smartphone ist seit langem auf 16 GB gestiegen. Auf dem Träger eines solchen Volumens kann eine ausreichend große Menge wichtiger Daten gespeichert werden. Was zu tun ist, wenn Fotos oder Videos von einem Android-Gerät verloren gehen oder gelöscht werden und wie diese wiederhergestellt werden können, wird in diesem Video erläutert. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Der Grund für den Verlust von Fotos oder Videos oder einem Android-Gerät kann sein, absichtliches oder versehentliches Formatieren einer Speicherkarte, Virusinfektion, Programmstörung, Fehler, Löschen des Speichers des Geräts, um speicherfrei Platz freizugeben. Übrigens, wie man den Speicher eines Telefons oder Tablets auf Android von unnötigen Dateien und Programmen löscht, haben wir bereits ein detailliertes Video. Der Link dazu befindet sich in der Beschreibung. Die erste und wahrscheinlich einfachste Möglichkeit, gelöschte Fotos oder Videos von einem Android-Gerät wiederherzustellen, wenn Ihre Daten auf einer Speicherkarte gespeichert waren. In diesem Fall nehmen Sie die Speicherkarte aus Ihrem Gerät raus und schließen Sie sie mit dem Kartenleser an einen Computer oder Laptop an. In einigen Fällen können Sie ein über Kabel angeschlossenes Smartphone oder Tablet als Kartenleser verwenden. Beachten Sie jedoch, dass Datenwiederherstellungssoftware auf diese Weise mit dem Computer verbundene Speicherkarte nicht immer erkennen kann. Dafür gibt es Gründe. Wie Sie sehen, wird es im Ordner dieser Computer angezeigt. Danach installieren und starten Sie Hetman Partition Recovery. Der Link zur Seite des Programms befinden sich in der Beschreibung. Klicken Sie im Programmfenster links von dieser Speicherkarte auf und wählen Sie die Art der Analyse. Wenn Sie eine Datei versehentlich gelöscht haben, reicht ein schneller Scanner aus. Nach dem Formatieren oder Fehlgeschlagen ist es besser, eine vollständige Analyse durchzuführen. Wie Sie sehen, hat das Programm nach dem Ende des Scans den FAT-Bereich unserer Speicherkarte sowie alle gespeicherten und gelöschten Dateien gefunden. Ich gehe in den Ordner, in dem die Dateien verloren gegangen sind und sehe, dass das Programm sie gefunden hat. Wenn Sie in diesem Ordner Ihre Fotos oder Videodateien nicht finden, finden Sie diese Dateien im Ordner Tiefe Analyse. Nur dort werden sie nach Erweiterungen in Ordner sortiert. Um Ihre Dateien wiederherzustellen, wählen Sie sie aus und klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie den Speicherort und den Ordner zum Speichern von Dateien an und klicken Sie auf Schaltfläche Wiederherstellen.
Dateien wurden wiederhergestellt. Das Wiederherstellen gelöschter Fotos oder Videos aus internen Speicher des Android-Geräts ist nicht so einfach. Dies liegt daran, dass Geräte mit Android-Version bis zu 5 USB-Speichergerät oder Speicher an einen PC angeschlossen werden können. In diesem Fall war es mit der beschriebenen Methode unter Verwendung von Hetman Partition Recovery möglich, Daten aus dem Gerätenspeicher wiederherzustellen. Seit der 5. Android-Version sind Geräte jedoch standardmäßig als Media Player über das eMTB-Protokoll mit dem Computer verbunden. Und das kann man nicht ändern. Um nun Fotos oder Videos aus dem internen Speicher des Smartphones wiederherzustellen, benötigen Sie Super-User-Rechte von Android oder Root-Rechte, ebenso wie der aktive Entwicklungsmodus, um das Debuggen von Geräten über USB zu ermöglichen. Wie Sie die Rechte des Hauptadministrators für den vollen Zugriff auf das Android-Gerät erhalten, werde ich nicht erzählen. Dies ist ein ganzes großes Thema und ein separates Video. Wenn Sie also ein Foto oder Video aus internen Speicher Ihres Smartphones oder Tablets wiederherstellen müssen, können Sie dies mit Programmen wie Wondershare, Dr. Phone für Android, Android Data Recovery oder iskisoft Toolbox für Android tun. Dies ist keine Werbung, es gibt viele solcher Programme. Also dann, starten Sie eines der Programme. Ihr Arbeitsprinzip ist sehr ähnlich. Aktivieren Sie das USB-Debugging auf Ihrem Android-Gerät und schließen Sie es an den PC an. Wie Sie sehen, hat das Programm es sofort erkannt. Wählen Sie den Datentyp aus, der wiederhergestellt werden soll, und klicken Sie drauf. Nach dem Scannen zeigt das Programm Fotos oder Videos an, die wiederhergestellt werden können. Wählen Sie einfach die gewünschte aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Wiederherstellen oder Recover. Wenn Sie Ihr Smartphone nicht an Ihren Computer anschließen können, können Sie Ihre Fotos oder Videos auch über das Smartphone selbst wiederherstellen. Dafür gibt es im Play Market genügend Anwendungen. Sie alle benötigen jedoch Root-Rechte, um Ihre Arbeit abzuschließen. Einige von Ihnen bieten die Möglichkeit, Gerätdaten ohne Super-User-Rechte wiederherzustellen. Die Qualität der Wiederherstellung wird jedoch viel geringer sein. Als Beispiel können wir die Anwendung DiskDigger betrachten. Nach dem Start des Programms haben Sie zwei Möglichkeiten, das Gerät zu scannen, einfache Suche ohne Root und vollständige Suche nach Geräten mit Root-Rechten. Wählen Sie die gewünschte Scan-Methode und die Anwendung startet Sie. Sie sehen alle vom Programm erkannten Dateien. Sie können sortiert werden, indem Sie auf das Zahnrad-Symbol klicken. Zeigen Sie die Eigenschaften einer beliebigen Datei an und stellen Sie die ausgewählten wieder her. Markieren Sie sie und klicken Sie auf die Schaltfläche Wiederherstellen. Wählen Sie die Wiederherstellungsmethode und die Dateien werden dort gespeichert. Wie Sie sehen können, ist das Wiederherstellen von Fotos und Videos von Android-Geräten nicht einfach. Deshalb ist es besser zu verhindern, dass sie verloren gehen. Hierfür können Sie die Korb-Anwendung für Android verwenden. Auch hier gibt es viele solche Anwendungen, aber es gibt nichts Besonderes zu zeigen. Betrachten Sie als Beispiel die Dumpster-Anwendung. Das Funktionsprinzip ist sehr einfach. Einfach installieren, danach befinden sich alle Fotos, Videos, anderen Dateien oder Anwendungen, die vom Gerät gelöscht wurden, im Papierkorb dieser Anwendung. Von hier aus können Sie sie jederzeit wiederherstellen. Wenn wir über die Sicherheit von Fotos und Videos auf Android-Geräten sprechen, ist es
unmöglich, einen Dienst wie Google Fotos nicht zu erwähnen. Mit dieser Anwendung können Sie die automatische oder manuelle Synchronisierung von Fotos und Videos von Ihrem Smartphone oder Tablet in die Cloud einrichten. Sie werden immer dort gespeichert. Auch nach dem Entfernen von Ihrem Gerät oder einer Speicherkarte oder nach dem vollständigen Verlust. Sie können auch von einem Computer aus auf Ihre Bilder zugreifen. Beim Speichern von Fotos und Videos in höherer Qualität ist das gespeicherte Volumen nicht begrenzt. Wenn Sie im Original speichern, ist dies auf das Volumen Ihrer Google-Festplatte beschränkt, an die die Anwendung angehängt ist. Abschließend möchte ich zusammenfassen, das Wiederherstellen von Fotos oder Videos aus dem internen Speicher eines Android-Geräts ist keine leichte Aufgabe. Android selbst bietet keine solche Gelegenheiten. Aus diesem Grund ergeben sich viele Schwierigkeiten. Die Notwendigkeit, die Rechte des Hauptadministrators für den vollständigen Zugriff auf das Gerät zu erlangen und der Start der Fehlersuche über USB, der von den Entwicklern sorgfältig verborgen wird. Ja, und Programme zur Wiederherstellung von Daten aus dem internen Speicher des Geräts erfüllen ihre Aufgabe häufig nicht vollständig. Die Situation bei der Datenwiederherstellung von einer Speicherkarte ist jedoch völlig anders. Für die Werkzeuge wie Hetman Partition Recovery ist die Datenwiederherstellung von jedem Wechselmedium eine Grundfunktion. Das war alles. Daumen hoch, subskribieren Sie unseren Kanal, stellen Sie die Fragen in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.